Hallo zusammen! In diesem Video geht es um einen Vater, der seine geliebte Tochter in eine Mumie verwandelt hat. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere doch unseren Kanal. Und damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst, aktiviere doch außerdem die Benachrichtigungsglocke. Lasst uns beginnen! Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Mario Lombardo einen Wunsch. Er wollte seine Tochter ewig leben lassen. Lombardo war untröstlich über den Tod seiner Tochter Rosalina. Daher hat er einen Meisterpräparator um Hilfe gebeten, die Überreste seiner Tochter zu mumifizieren. Das Ergebnis war ebenso seltsam schön wie unglaublich verstörend. Die kleine Rosalina Lombardo, die an einer tödlichen Ateminfektion erkrankt war, verlor am 6. Dezember 1920 auf tragische Weise ihr Leben. Es war nur eine Woche vor ihrem zweiten Geburtstag. Ihr perfekt erhaltener Körper, der den Spitznamen Dornröschen trägt, liegt jetzt in einem offenen Sarg in einer berühmten sizilianischen Katakombe. Es gibt sogar einige, die glauben, dass die Mumie von Rosalina nicht so leblos ist, wie man erwarten würde. Tatsächlich heißt es, dass der Körper vom rastlosen Geist des kleinen Mädchens bewohnt ist. Und anscheinend wurde sie auch dabei gesehen und fotografiert, wie sie unmögliche Dinge tat. Lasst uns diese seltsame Geschichte gemeinsam erkunden. In Sizilien haben die Lebenden und Toten einen besonderen Verbund. Schließlich handelt es sich um eine antike, italienische Insel, auf der ein vielfältiges Geflecht aus verschiedenen Kulturen wohnt und vor allem besondere Bestattungspraktiken zu finden sind. Die Kunst der Mumifizierung wurde in den Katakomben der Kapuziner von Palermo intensiv praktiziert. Diese Katakomben sind eine wichtige Touristenattraktion in Sizilien. Tatsächlich wird behauptet, dass sie die größte und außergewöhnlichste Mumiensammlung der Welt haben. Tatsächlich befinden sich in den Katakomben etwa 2000 Skelette und Mumien. Sie sind in dunkler Umgebung ausgestellt, um die Neugier der Öffentlichkeit zu befriedigen. Die Katakomben wurden Ende des 16. Jahrhunderts in Kalksteinhöhen ausgegraben. Der Grund dafür ist, dass einem örtlichen Orden von Kapuzinermönchen die Gräber ausgegangen waren. Der Legende nach machten sie eine schockierende Entdeckung. Als sie 45 tote Mönche aus dem überquellenden Friedhof ausgraben, um sie in die neu eingerichteten Gräber zu bringen. Zur Überraschung der anderen Brüder waren die Leichen ihrer 45 Brüder nicht verwest. Und obwohl die wahrscheinlichste Erklärung dafür die natürliche Mumifizierung aufgrund von Umweltbedingungen war, interpretierten sie dies als ein göttliches Wunder. Die toten Mönche wurden in Nischen aufgestellt und ihre wundersame Überreste wurden verehrt. Bald darauf wurden die Mumifizierungen zu einem Statussymbol. Die Katakomben der Kapuziner waren nun der begehrteste Ort, um begraben zu werden. Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert zahlte eine große Anzahl an wohlhabender Bürger für das Privileg der ewigen Ruhe. Wer würde es nicht wollen, dass man sich auf diese Weise an jemanden erinnert? Die Katakomben wurden in eine Art westliches Totenmuseum verwandelt. Im Inneren wurden die Mumien nach sozialem Status, Geschlecht und Beruf dargestellt. Tatsächlich gab es Korridore und Kapellen, die speziell für Männer, Frauen, Kinder, Jungfrauen, Familien, Geistliche und verschiedene Berufsspezialisten vorgesehen war. Doch 1880 schlossen die Katakomben ihre Tore für Neuankömmlinge. Abgesehen von ein paar seltenen Sonderfällen. Zuerst wurde 1911 die Leiche von Giovanni Paterniti, der Vizekonsul der Vereinigten Staaten, Eintritt gewährt. Und später, 1920, hatte auch die kleine Rosalina Lombardo Zugang zu den Katakomben. Leider gibt es keine Dokumentationen über Rosalinas Abstammung, so dass nur wenige Informationen über ihren Hintergrund bekannt sind. Nach örtlichen Überlieferungen war sie jedoch die Tochter des wohlhabenden Mario Lombardo, der als Militärgeneral gedient hatte. Wenn das die Wahrheit ist, haben ihr Reichtum und ihr Status wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sie auch einen Platz in den exklusiven Katakomben bekommen hat. Der Legende nach war Rosalina ein schwaches und zartes Kind, anfällig für Krankheiten und Infektionen. Tatsächlich wurde sie auch zu einer Zeit geboren, als nur die stärksten Säuglinge überlebten. Einer Universitätsstudie zufolge starb in dieser Zeit etwa ein Viertel aller geborenen Kinder vor Erreichen des ersten Lebensjahres. Fast die Hälfte starb, bevor sie erwachsen wurde. Daher war Rosalina nicht nur ein eindringliches Symbol für den Tod, sondern auch für die Krankheiten, die bis vor kurzem oft unheilbar waren. Wäre sie 10 Jahre später geboren worden, hätte sie natürlich bis ins Erwachsenenalter überleben können. Denn 1928 machte Alexander Fleming eine revolutionäre Entdeckung: Penicillin, das erste Antibiotikum der Welt.
Das Gespenst des Kindestodes war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts allgegenwärtig. Doch Mario Lombardo war untröstlich über den Verlust seiner Tochter. So sehr, dass er sogar einen Meisterpräparator namens Alfredo Salafia mit der Konservierung ihres Körpers beauftragte. Damit wollte er sicherstellen, dass ihr Andenken über Generationen hinweg überleben würde. Und in jeder Hinsicht war es auch Salafias denkwürdigstes, wenn nicht sogar sein schönstes Werk. Der 1869 geborene Salafia besuchte die medizinische Fakultät, schloss aber sein Studium nicht ab. Stattdessen unterrichtete er Chemie und Taxidermie und widmete sein Leben der Konservierung von Leichen. Mit tiefem Respekt vor der Ästhetik entwickelte er eine hochwirksame Methode, die seine Probanden in einem seltsam realistischen Zustand widerspiegelt. Im Laufe seiner Karriere hat Salafia nicht weniger als 100 Leichen einbalsamiert, von denen viele sehr lange angesehen wurden. Zu seinen Auftraggebern gehörten Politiker, Adelige, Intellektuelle, hochrangige Kirchenvertreter und sogar sein eigener Bruder. Aber als Salafia selbst 1933 verstorben war, nahm er seine Methoden mit ins Grab, so schien es jedenfalls. Im Jahr 2009 nahm ein italienischer Anthropologe namens Dario Piombino Kontakt zu den Nachkommen Salafias auf. Diese wiederum gewährten ihm Zugang zu den Papieren des Einbalsamierers. Daraufhin durchsuchte er die Aufzeichnungen von Salafia und fand tatsächlich die Formel für seine geheime Einbalsamierungsflüssigkeit. Er hat die Einbalsamierung auf ihr höchstes Niveau gebracht, sagte er 2009 gegenüber National Geographic. Den handschriftlichen Notizen Salafias zufolge hat er Rosalina mit einer speziellen chemischen Formel einbalsamiert. Diese setzte sich anscheinend zusammen aus einem Teil Glycerin, einem Teil mit Zinksulfat und Zinkchlorid, gesättigtem Formalin und einem Teil mit Salicylsäure, gesättigter Alkohollösung. Im Gegensatz zu vielen Formen der Präparation entnahm Salafia nicht die Organe der Tochter. Stattdessen entnahm er Rosalina das Blut und injizierte die Formel, wahrscheinlich durch die Oberschenkelarterie. Das Glycerin hat die Wirkung, das Austrocknen zu verhindern. Formaldehyd tötet die Bakterien ab, die die Fäulnis verursachen. Salicylsäure tötet alle Pilze ab. Und die Zinksalze halten den Körper in einem starren Zustand. Rosalinas Erhaltung war so makellos, dass einige Zyniker behauptet haben, sie sei in Wirklichkeit aus Wachs gemacht. Der History Channel setzte jedoch solchen Spekulationen ein Ende, indem sie ihren Sarg im Jahre 2000 geröntgt haben. Die Röntgenaufnahmen enthüllten nicht nur ihr Skelett, sondern auch die Reste ihres Gehirns, das um die Hälfte geschrumpft war. Im Jahr 2009 ging National Geographic dann noch einen Schritt weiter und führte ein MRT von Rosalina durch. Das Ergebnis war eine verblüffende 3D-Karte ihres Körpers, die die Position und den Zustand jedes ihrer Organe gezeigt hat. Wenn man bedenkt, dass ihr Sarg fast 9 Jahrzehnte nicht ein einziges Mal geöffnet worden war, umso beeindruckender waren die Bilder. In Wahrheit sprach aber die Arbeit von Salafia für sich selbst. Die kleine Rosalina lag mit dem Gesicht nach oben in ihrem Sarg, die Wangen voll und die goldenen Haare in einem Bogen zusammengebunden. So sah sie eher wie ein schlafendes Kind als wie ein lebloser Körper aus. Es hatte einen guten Grund, wenn auch ein wenig makaber. Sie wurde oft als das schönste Geschöpf der Welt dargestellt. In der Tat war ihr Körper so gut erhalten, dass es schwer zu glauben war, dass sie schon vor fast einem Jahrhundert gestorben ist. Das einzige Objekt, das Anzeichen von Verwesungen zeigt, war ein Anhänger mit dem Bildnis der Jungfrau Maria, die auf ihrer Decke lag. Das Bild der Jungfrau Maria war stark oxidiert und fast vollständig verblasst. Rosalina hingegen schien in ihrem Zustand der ewigen Ruhe friedlich zu sein. Aber vielen Leuten zufolge war Rosalina überhaupt nicht in Ruhe. Einige haben behauptet, dass sie in regelmäßigen Abständen aufwachen solle. Sie öffnet ihre kalten blauen Augen und überrascht natürlich jeden, der das live miterleben kann. War es Salafia wirklich gelungen, sie ewig leben zu lassen, wie der Vater das Mädchen einmal beschworen hatte? Es wird berichtet, dass Rosalina mehrmals am Tag die Augen öffnet. Und mindestens ein Fotograf hat mehrere Bilder von denen sich allmählich öffnenden Augen des Mädchens aufgenommen. Aber was könnte so etwas Furchterregendes verursachen? Fans von Paranormalen und Skeptiker versuchten, eine Antwort auf diese entscheidende Frage zu finden. Einerseits glaubten einige Menschen, dass der Körper des Mädchens noch im Besitz ihrer Seele sei. Andere schlugen jedoch rationale Erklärungen vor, wie zum Beispiel die möglichen Auswirkungen von Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur. Piombino, der Kurateur der Katakomben, hatte seine eigenen Gedanken.
Es handelt sich um eine optische Täuschung, die durch das durch die Seitenfenster gefilterte Licht erzeugt wird, das tagsüber Veränderungen unterliegt, sagte er als Antwort auf die Beobachtungen. Ihre Augen waren nicht vollständig geschlossen und tatsächlich waren sie es auch nie. Es war in der Tat ein Beweis für Salafias Arbeit, dass Rosalinas geisthafte Erscheinung keine körperlichen Zersetzungen erlegen war. William Shakespeare sagte einmal, dass die Augen das Fenster zur Seele sind. Dennoch ist es verständlich, dass einige, die in Rosalinas Gesicht geblickt haben und etwas von ihrem wahren Wesen erahnt haben. Aber was auch immer der Grund für den scheinbaren Wachzustand des Mädchens ist, sind die Auswirkungen zweifellos sehr beeindruckend. Schließlich bedeutet es, in die Augen eines vollkommen noch jungen Kindes zu schauen, das lange vor ihrer Zeit gestorben war. Als solches ist es natürlich schwierig, keine Mischung aus Schmerz und Unbehagen zu empfinden. Dennoch schien Rosalina auch auf die meisten, die sie besuchten, eine fesselnde Wirkung zu haben. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Während also einige Leute ihre Mumie so schön fanden, fanden andere sie beängstigend. Doch konnte die Unschuld des Mädchens in der Regel dazu dienen, eine tief empfundene Sentimentalität hervorrufen. Tatsächlich war Rosalina viele Jahre lang Gegenstand kultureller Produktionen, darunter Gemälde, Artikel und Dokumentarfilme. Eine Google-Suche nach Rosalina Lombardo liefert mehr als 800.000 Ergebnisse, darunter mehr als 17.000 Videos. Man kann sagen, dass sie die Grenzen ihres Körpers überschritten habe und in ein mystisches Königreich eingetreten ist. In gewisser Weise wurde sie unsterblich. Natürlich war das aufgrund des spirituellen Anliegens des Einbalsamierers. Die Einbalsamierungspraktiken der alltäglichen Fachpriester sollen etwa 3200 vor Christus entstanden sein. Sie glaubten, dass die Mumifizierung notwendig ist, damit die Seelen aus dem Jenseits in ihre irdischen Körper zurückkehren können. Die alten Ägypter waren jedoch nicht die einzige Zivilisation, die die Mumifizierung praktiziert haben. Die Einbalsamierung war eine alte und relativ weit verbreitete kulturelle Praxis, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt aufkam. Tatsächlich wurden die ältesten Beweise für eine Mumifizierung in Chile und Peru aus der Zeit von 5000 bis 6000 vor Christus gefunden. In Europa war die Praxis der Einbalsamierung jedoch historisch gesehen weniger ausgeprägt. Tatsächlich wurden die meisten Leichen bald nach dem Tod ohne jegliche Konservierungsbedingungen beerdigt. Dennoch gab es seit der Renaissance ein wissenschaftliches Interesse an der Einbalsamierung. Leonardo da Vinci zum Beispiel balsamierte Leichen für Studienzwecke. Das Christentum verfolgte jedoch interessante Überzeugungen in Bezug auf die Konservierung des Körpers. Nach der römisch-katholischen und der östlich-orthodoxen Tradition war es ein Zeichen der Heiligkeit, wenn ein Mensch starb und seinen Körper nicht verweste. Die sogenannte Unsterblichkeit galt als übernatürliches Wunder. Und es ging gewöhnlich mit dem Duft der Heiligkeit einher, einem blumigen und süßen Aroma. Heutzutage wird die Einbalsamierung häufig aus medizinischen Gründen oder für Bestattungspraktiken durchgeführt. In vielen Kulturen glaubt man, dass der Schmerz der Trauer dadurch schneller vorbeigeht, wenn man den Körper des Verstorbenen vor dem Begräbnis oder der Einäscherung betrachten kann. Die Einbalsamierung ermöglicht eine solche Visualisierung ohne die unangenehmen Auswirkungen der Zersetzung. In einigen besonderen Fällen wird der einbalsamierte Leichnam jedoch nicht begraben oder eingeäschert, sondern dauerhaft aufgestellt. In der Sowjetunion wurde zum Beispiel der Leichnam von Wladimir Lenin einbalsamiert und in einen Schrein verwandelt. Fast ein Jahrhundert nach seinem Tod empfand der sowjetische Revolutionär weiterhin eine Flut von Besuchern. Auch Stalin wurde einbalsamiert, aber dann begraben, als spätere Führer versuchten, sein Vermächtnis abzubauen. Schließlich ist die Praxis der Kryonik eine hochtechnologische Form der Einbalsamierung. Bei der Kryokonservierung werden Kadaver bei extrem niedrigen Temperaturen von etwa 150 Grad minus eingefroren. Die Befürworter hoffen, dass diese perfekt erhaltenen Körper durch eine hypothetische Zukunftstechnologie aufgetaut und wiederbelebt werden können. Dies würde jedoch voraussetzen, dass die Kryonikunternehmen bis zu einem solchen Durchbruch finanziell zahlungsfähig bleiben müssten. Bis heute ist dies vielen nicht gelungen. In den letzten Jahren wurde Rosalina in einen neuen gläsernen Sarg verlegt, wo sie hermetisch verschlossen vor den Elementen geschützt ruht. Er wurde so entwickelt, dass alle Bakterien und Pilze blockiert werden, sagte Piombino. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung sagte er, dank einer speziellen Folie schützt dies auch den Körper vor Lichteinwirkungen. Diese neue Ruhestätte des Mädchens könnten solche Ereignisse schließlich ein Ende gesetzt haben.
Aber in jedem Fall bieten die Kapuzinerkatakomben in Palermo weiterhin fesselnde Einblicke in die besondere Faszination Siziliens für den Tod. Was denkst du über diese Geschichte? Hast du schon mal eine Mumie gesehen? Oder würdest du dich auch einbalsamieren lassen? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich freue mich sehr über deine Gedanken. Falls dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, gib uns doch einen Daumen nach oben und zeig uns deinen Freunden. Und damit du in Zukunft keine neuen Videos mehr von uns verpasst, abonnier doch unseren Kanal und aktivier außerdem die Benachrichtigungsglocke. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video.